Um nun bei der Formatierung von Diagrammen noch etwas mehr Übung zu bekommen, hast du die Aufgabe, das vorhin erstellte Diagramm noch neu zu gestalten. Auf der Webseite siehst du die Vorgabe. Das Diagramm soll anstatt Linien Säulen haben, die mit Farbverläufen gefüllt sind. Dann der Hintergrund soll da ein zartes Hellblau sein, während der Hintergrund ein etwas dunkler Verlauf ist. Die Legende ist in diesem Beispiel unten und der Titel ist auch anders gestaltet. Am besten probierst du einfach aus. Falls du dir das noch nicht zutraust, kannst du auch den Film weiterschauen. Ich erkläre dir, wie du vorgehen könntest. Als erstes ändern wir die Schriftgröße im ganzen Dokument. Ich klicke mal in den Hintergrund und bei Start wähle ich mal 12 Punkt und alle Schriften werden angepasst. Dann brauchen wir für den Titel etwas mehr Platz, deshalb mache ich diesen Datenbereich etwas schmaler und mit einem Doppelklick in den Titel kann ich den noch ergänzen. Der soll nun 18 Punkt sein und Bevölkerungswachstum mit dem Doppelpunkt soll fett sein und der ganze Titel, den machen wir schwarz. Dann tippe ich in den Hintergrund des Datenbereichs und der soll eine einfarbige Füllung haben, so ein hellblau. Der Hintergrund hingegen, der soll ein etwas dunklerer Verlauf sein. Nehmen wir mal erneut dieses hellblau und als zweite Farbe für unten dann ein etwas dunklerer Ton. Dann soll das ein Säulendiagramm sein. Ich tippe hier auf Entwurf, ändere hier drüben den Diagrammtyp Säule und zwar sind es diese Säulen, die immer nebeneinander stehen. Ich bestätige mit OK. Jetzt ist diese Legende etwas unglücklich gelegen. Wenn ich sie antippe, kann ich hier drüben in dieser Palette in diesen Bereich klicken und als Ort unten wählen. Dafür müssen wir hier nun noch etwas Platz schaffen und den ganzen Bereich etwas in die Breite ziehen und etwas höher ansetzen. Jetzt sind die Farben der Säulen noch falsch. Ich klicke mal in die Säulen von Indien und wähle für die Füllung einen Farbverlauf und hier für die obere Farbe ein normales Rot und für die untere ein etwas dunkleres Rot. Ist in der Vorlage vielleicht noch etwas blasser, das könntest du entsprechend noch anpassen. Und genauso soll hier ein blauer Verlauf sein, oben ein hier helles Blau und unten ein dunklerer Ton. Dieser Datenbereich hat noch eine Kontur und auch gleich noch einen Schatten. Falls der zu extrem ist, kannst du zum Beispiel Weichzeichnen noch etwas schwächer machen und den Abstand ebenfalls. Und dasselbe könnte man auch gleich noch für die Säulen machen. Hier allerdings noch deutlich kleiner, dass es nur so angedeutet ist. Ja, ich denke, jetzt kommt es schon recht nahe an die Vorlage ran. Die Kontur ist jetzt mit Schwarz etwas gar stark. Da könnte man ein Blau wählen oder so. Aber ich denke, nun bist du eigentlich gerüstet und den Rest kannst du noch selber optimieren.